frische Formen und funktionaler Stil. Das Bauhaus führte die Architektur und das Design in die Moderne. 1919 von Walter Gropius gegründet und nach ihm geleitet von Hannes Meyer und Ludwig Mies van der Rohe, gilt das Bauhaus heute weltweit als die bedeutendste Schule für Kunst, Design und Architektur des 20. Jahrhunderts. Seit 1996 gehören die Bauhausstätten zum UNESCO-Welterbe. Der überwiegende Teil von ihnen steht hier in Dessau, der Stadt, die ab 1925 Sitz des Bauhauses war. Wer sich für die Moderne und das Bauhaus interessiert, kommt an Dessau nicht vorbei. Hier steht das Gebäude, hier ist die entscheidende Phase des Bauhauses gewesen, wo die ganzen Bauten entstanden sind, wo die wesentlichen Produkte entwickelt worden sind, mit denen das Bauhaus Design und Architekturgeschichte geschrieben hat. Herzstück des Dessauer Bauhauserbes ist das Bauhausgebäude. Gebaut von 1925 bis 1926 nach Plänen von Walter Gropius. Heute sitzt hier die Stiftung Bauhaus Dessau. Sie beschäftigt sich mit der Pflege, Erforschung und Vermittlung des Bauhauserbes. Ursprünglich war das Haus das Schulgebäude für die Kunst-, Design- und Architekturschule Bauhaus. Hier entstanden Designklassiker wie der Vassili-Sessel von Marcel Breuer. Hauptelemente des Schulgebäudes sind der Werkstattflügel mit der markanten Glasfassade, der Trakt für die Berufsschule und das Ateliergebäude, in dem die Studenten lebten. Das Bauhaus verstand Technik und Gestaltung als Einheit und wollte damit nicht nur neue Maßstäbe bei der Gestaltung setzen, sondern auch gesellschaftliche Unterschiede beseitigen. Man wollte eine allgemeingültige Gestaltung, ob es in der Architektur, in der Grafik, im Design ist. Es war die Idee vom neuen Menschen und der neuen Gesellschaft, die auch die sozialen Widersprüche überwindet, die die Möglichkeiten der neuen Technologien nutzt, um ein besseres Leben zu ermöglichen. Am Bauhaus lehrten Künstler und Gestalter wie Paul Klee, Wassily Kandinsky und Marcel Breuer. Viele von ihnen lebten in den von Walter Gropius entworfenen Meisterhäusern unweit des Schulgebäudes. Die Meisterhäuser sind eigentlich eine einmalige Künstlerkolonie des 20. Jahrhunderts. Es gibt eigentlich, wüsste ich, keinen Ort in der Welt, wo so eine Intensität an bedeutenden Personen zusammengekommen ist. Charakteristisch sind die kubischen Formen mit den Flachdächern und Glasfassaden. In der Außengestaltung gab es kaum Unterschiede, im Inneren dafür schon. Besonders das Doppelhaus Kandinsky-Klee baute mit seiner farblichen Gestaltung den wohl größten Kontrast zur Architektur von Gropius auf. Sie haben sich diese Architektur angeeignet. Es war ein Selbstexperiment. Man hat also neue Formen des Wohnens ausprobiert. Und die Künstler haben ja auch zum Teil im Widerspruch zu Gropius sich dann das ausgestaltet. Die Meisterhäuser waren auch Musterhäuser für modernes Wohnen. Sie richteten sich an eine eher vermögende Klientel. Dagegen sollte die Bauhaussiedlung Törten im Süden Dessaus breiteren Bevölkerungsschichten bezahlbaren Wohnraum bieten. Zwischen 1926 und 1928 entstanden hier 314 Reihenhäuser in industrieller Bauweise. Das Haus Anton wurde originalgetreu restauriert und inklusive der ursprünglichen Glasbausteinfassade 2012 wiedereröffnet. Ausgestattet ist es mit Bauhaus-Mustermöbeln. Die Küche mit dem integrierten Wannenbad ist im Originalzustand erhalten. Das, was die Moderne in den 20er Jahren durchgesetzt hat, ist eigentlich für jedes Individuum ein eigenes Zimmer und für jede Wohnung ihre sanitäre Ausstattung mit Toilette und Bad und auch einer funktionierenden Heizung. Das waren damals sehr wesentliche Errungenschaften, die für uns heute selbstverständlich sind. Neben den Reihenhäusern wurden in der Siedlung 5 Laubenganghäuser und das sogenannte Konsumgebäude errichtet. Hier befindet sich heute ein Informationspunkt, von dem aus geführte Rundgänge starten. Die führen neben dem Haus Anton und einer Wohnung in den Laubenganghäusern auch zum Stahlhaus, einem Experimentalbau von 1927. Weitere Bauhausbauten sind das ehemalige Arbeitsamt und das Kornhaus, eine Ausflugsgaststätte an der Elbe. Sie stehen den Besuchern in der Regel ebenso offen wie das Bauhausgebäude mit seiner Dauerausstellung.